Hallo und herzlich willkommen zurück zu NBA 2K17, My Career. Wir sind hier mit Chris John Beef am Start und wir talken wieder mit unserer Mutter am nächsten Tag. Ja, ein bisschen Gespräche starten. Wir haben hier einige Gesprächspartner, die ein bisschen was geschrieben haben und denen wir natürlich antworten müssen bzw. auch wollen. Hier ist noch Coach Falls, unser Highschool-Coach. Ja, ein bisschen mit ihm talken. Das ist natürlich auch ganz wichtig, aber heute steht ganz besonders an eine Sache, nämlich das zweite Saisonspiel gegen die Portland Trail Blazers. Ganz genau, ihr habt es richtig gehört, gegen Portland. Starkes Team, Damian Lillard, CJ McCollum, Evan Turner haben sie jetzt dazu bekommen, haben noch einige gute Rollenspieler dabei, Alan Crabb zum Beispiel, Maurice Harkless und wie sie alle heißen, natürlich Ed Davis auch nicht schlecht, Noah Vonleh ist auch nicht ganz übel. Und hier übrigens noch unsere Freundin, ja, die auch noch was zu sagen hat hier. Natürlich, wir müssen uns ja auch mal melden bei unserer Freundin, die ja noch studiert an der Uni. Ja. Weiß nicht, wie viele Jahre die noch hat, machen muss, wie auch immer. Jedenfalls, das Spiel fängt jeden Moment an und dabei wünsche ich euch viel Spaß bei der Einleitung mit Shaq, Kenny und Ernie. Also, bis dann. The 2K Sports Pregame Show, sponsored by Kia. Hello again, everybody. I'm Ernie Johnson. Welcome to 2K Sports. We're already getting the feel for this new NBA season. Taking it all in with me, Kenny the Jet Smith and Shaquille O'Neal. And in our matchup tonight, we'll see the Portland Trail Blazers going up against the Nuggets in Denver. Looking at Denver, they struggled in this matchup last season. Only one win for them through four games. They'd like to make a statement tonight. Looking back on the Trailblazers last year, they were a lot better than people expected them to be in the post-Aldridge era. What kept them so competitive when it should have been much more of a rebuilding season, Shaq? Well, first of all, America, do not snub Damian Lillard again this year for the All-Star game. This guy has showed he can be a leader on the team, and that takes him to the next phase. You know, a lot of youth stepped up and performed real quicker than anticipated. This guy has been snubbed 2 years in a row, Kenny. Our guy Dame Dalla. Can I use my old school? No. Go ahead. Yeah. Use your old school reporter voice to describe Damian Lillard. Okay, let me see. Damian Lillard, I'll tell you, he's one heck of a guy. I'll tell you, one time he comes down the floor, he skips up to the light, skip to the left, skippity doo dop to the rim, and he scores. That is Dame Dalla. That's it. That's my last one for this. That's pretty good. Yeah, promises, promises. That's it for now. We hope you'll tune in later. Although, if you don't, we understand why. Ja, und damit recht herzlich willkommen zum zweiten Saisonspiel. Die Portland Trail Blazers haben schon zwei Siege auf ihrem Konto. Wir haben eine Niederlage gegen natürlich New Orleans Pelicans. Aber wir hier wieder ein bisschen Würfe machen. Ich treffe natürlich unseren Wurf hier. Ja, und wir müssen natürlich immer wieder den Ball holen, weil Kenneth Faried und wer auch immer das, ich glaube, Wilson Chandler ist, nie den Ball einem zurückwerfen, an der Linie stehen, die werfen. Naja, was soll's. Ja, wir sind hier ein bisschen am Aufwärmen. Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel, vor allem, weil der Backcourt der Portland Trailblazers, also die Guard-Position, natürlich sehr stark sind. Mike Malone wieder hier, wieder Gameplan aufgestellt, ganz klar. Und wir werden natürlich nicht starten, das ist ganz klar. Ihr werdet gleich die Aufstellung sehen. Die Starting Five, hier ist noch D.A., David Aldridge. Hat noch was zu sagen, hört mal rein. Helping each other improve their games and take them to higher levels. The veterans on the team are quick to praise just how quickly the two have formed chemistry on the court. This franchise looks to be in good hands going forward. Guys, thank you for that, David. Ja, hier sind die Aufstellungen. Ganz klar, relativ simpel eigentlich von Portland. War klar, dass sie so aufgestellt sind eigentlich. Evan Turner ist natürlich eher so der Sixth Man, der so die zweite Unit, also die zweite Einheit, die auf den Platz kommt, mit aufstellt. Und jetzt hier Nikola Jokic bei uns hier beim Pre-Game-Tipp. Verliert ihr natürlich. So, jetzt kommt erstmal die Auszeit. Wir werden reingeschickt.
gleich nach der Auszeit. Coach hat was zu sagen. We've got to improve our offensive execution, gentlemen. Feels like we have a hand in our face every time we shoot the ball. Listen, if the defense is playing you tight, pass the ball. Work it inside. And then trust your teammates to make a play. Hey, our run starts right here. Right here. Übrigens ein Heimspiel. Jedenfalls sind wir hier. Gegen Damian Lillard hier. Wir passen zu Nurkic. Der passt zurück und wir werfen einfach mal. Und wir treffen einfach mal. Ganz easy. Ohne Probleme. Ja, hier Fast Break. Und ich werfe den Alley-oop zu. Zu wem? Ich habe keine Ahnung. Wilson Chandler. Und der nimmt ihn in der Luft auf und kann ihn so verwandeln. Hier wieder den Assist bekommt von Wilson Chandler. Kommt auch in der zweiten Unit rein. Hier Jamal Murray, der andere Rookie. So, und jetzt Isolation gegen CJ. Und ich werfe einfach und treffe. Weil er mir ein bisschen zu viel Platz lässt. Keine Ahnung warum. Egal. So, jetzt versuche ich das Spiel schnell zu machen. Fast Break. Und werfe zu Wilson Chandler. Der kriegt das irgendwie nicht hin. Ich hole mir den Ball zurück gegen Alan Crabb diesmal. Komm mal vorbei. Ziehe das Foul gegen Festus Ezeli und gehe an die Freiwurflinie. Erstmal ein bisschen abklatschen. Ja, ein paar Handshakes mit Nurkic. Wie auch immer. Ich muss jetzt jedenfalls die Freiwürfe treffen. Den ersten treffe ich auch. Ja, sehr schön. Diesmal keine Abklatsche mit den Teammates. Und den zweiten treffe ich auch. Ganz sicher, ganz locker. Das ist mein Handgelenk. So, die Steals kriege ich natürlich nicht. Warum auch immer. Warum sollte ich die Steals kriegen? Doch, kriege ich, indem ich den Pass abfange. Werfe zu Gary Harris an der Dreierlinie. Der macht ihn rein. Das war ein super Play. Sehr schön, weil er ganz frei stand. Weil alle dachten, dass ich zum Kopf ziehe. Was ich natürlich nie machen würde. So, Nurkic mit dem Rebound. Wir gehen den Fast Break. Wir werfen zu Gallinari. Der macht den Easy Layup rein. Wie kriegen wir den Assist? Alle sind glücklich. So, Gary Harris mit dem Pick. Nutzt keinem, aber egal. Gallinari geht an die Dreierlinie, läuft ein paar Picks vorbei und macht den Dreier rein. Wir kriegen wieder den Assist. Alle freuen sich. So, Halbzeitpause. Coach hat was zu sagen. Was hat er zu sagen? I like what I see out there, fellas. We're playing like we want it more than them. Do not let up, gentlemen. Play with the same enthusiasm. Let's get this W. Oh, let's get it. Naja, ich spiele weiter. Wir werden im dritten Viertel sogar eingesetzt. Wer glaubt es denn? Wer hätte es gedacht? Egal. Wir werfen den Dreier und er trifft. Warum auch immer, egal. Fragen, nicht nachfragen, einfach akzeptieren. Wir führen mit einer guten Führung, einer hohen Führung, relativ hohen, wie auch immer. Ich freue mich darüber. Will Chandler stellt uns einen Pick. Wir kommen dann vorbei und versuchen mit dem Eurostep wieder End-One zu machen. Kriegen wir nicht hin. Dafür dürfen wir zweimal an die Freiwurflinie, weil wir nicht getroffen haben. Den ersten treffen wir ganz locker mit ein bisschen Hilfe vom Ring. Aber gut, braucht man immer. No? Und den zweiten treffen wir auch. Aber diesmal ganz sicher, ohne Probleme. So, Jokic holt sich den Offensiv-Rebound. Gary Harris passt ab und ich werfe einfach den Dreier, dachte ich mir. Ich werfe einfach mal drauf. Hat geklappt, er ist drin. Und wir haben das Spiel gewonnen. Wurde da nicht mal eingesetzt. Aber egal, wir haben das Spiel gewonnen. 14 Punkte, 1 Rebound, 5 Assists, 1 Steal. Sehr schön. Sehr schön. Naja, wir gehen jedenfalls wieder. Wir haben gewonnen, 105-79 gegen Portland. Starker Sieg, erster Saisonsieg im zweiten Spiel. Sehr schön. Freuen wir uns alle drüber. Thank you for joining us. That'll do it for now. For Greg Anthony, Brett Berry and David Aldridge, this is Kevin Harlan. Thanks for watching the NBA presented by 2K Sports. That was a good win, y'all. Good game out there, Jess. Let's go get another one. No flexing on any tempo, a legend like Hidden Temple. I'm tempted to act in these ceilings are made of glass. I don't want a Bugatti. Are you? Hey, baby.
I hope you're getting settled in. Make sure you get some food in that fridge as soon as you unpack. Oh, you know what? I should send you something. I think Coach Falls is going to visit with you, so I'll send some food with him. Okay, look, I got to run. I'm so proud of you. Call me when you get this. Bye. Oh man, Mom. Boah, ich sehe richtig müde aus. Egal, Coach Falls jedenfalls noch. Reden wir noch ein bisschen. Chatten noch ein bisschen. Jedenfalls wünsche ich euch alles Gute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Kommentiert, abonniert, teilt das Video auf sozialen Netzwerken. Jedenfalls, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ich lasse jetzt noch ein bisschen weiterlaufen, bis dieses Gespräch zu Ende ist. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Get the bands, mariachi, boom, cut the set while I'm a grillin', hibachi, and I've been on 10 since 10 in the morning, shining like a star, you should've seen it, coming, tryna get the bands, mariachi, boom.